Ich verbinde mich mit der Smarana-Energie und ich rufe das hohe Licht der Liebe. Einströmt das Licht der Liebe, einströmt das Gefühl von Gottes Nähe, einströmt das Vertrauen und deine Kraft, dass du alles besitzt, alles in dir trägst, was nötig ist, um durch diese Zeit hindurchzugehen. Und so spüre und fühle, wie die Energie von Smarana dich empfängt, wie sie dich streichelt und wie sie dein Herz ausdehnt und deine Liebe spüren lässt. Es ist ein Moment, wo du dich wie zu Hause fühlst. Zu Hause in deinem Herkunftsfeld, zusammen mit deinen Seelen, Freunden, Partnern, zusammen mit deiner ursprünglichen Familie. Und so tauche nun mit mir in dieses Feld deiner Seelenpartner, deiner Seelenfamilie ein. Tauche ein in diese Energie und lasse dich stärken. Lasse dich von den Seelen stärken, welche in der Wirklichkeit geblieben sind. Denn es sind diese Seelen, welche dich jeden Tag, wenn du möchtest, voller Liebe mit dem Licht von Smarana begrüßen, dich begleiten und dich ins Bett bringen. Es ist deine Seelenfamilie. Und so erhöht sich die Schwingung. Die Schwingung erhöht sich in deinem Raum und in deinem Bewusstsein. Du spürst, wie du dich aufrichtest und du spürst, wie viel Kraft jetzt zu dir fließt. Und du darfst dich vollkommen in diese Kraft hineinbegeben, in dieses Gefühl, zu Hause zu sein und jetzt genau in diesem Moment deine göttliche Flamme zu spüren. Denn deine göttliche Flamme beginnt zu leuchten und die Verbindung in dein Herkunftsfeld ist dadurch für immer gesichert. Und so fühle nun, fühle deine Seelenfamilie und lasse dich ein wenig tragen, lasse dich tragen und lieben. Ich gebe dir ein wenig Zeit dafür.
Lasse dich von den Seelen aus deiner Familie berühren. Öffne dein Herz und spüre die Kraft dieser Familie, deiner eigenen Seelenfamilie. Und spüre die große Verbindung in das göttliche Feld von Smarana. Spüre die göttliche Liebe, welche dich bestärkt, welche dir immer Kraft geben wird und dir hilft, durch alle Situationen in diesem Leben hindurchzukommen. Und vertraue auf deinen Weg, denn es ist deine Seele, welche dich führt und sie weiß, was für dich gut ist und was sie für dich vorgesehen hat. Und in dem Moment öffnet sich eine Energiekugel des Vertrauens. Du darfst sie in Empfang nehmen, du darfst sie mit beiden Händen in Empfang nehmen und in dein Herz hineinfließen lassen. Spüre, wie deine göttliche Flamme dieses Licht, das Licht des Vertrauens aufnimmt und noch einmal mehr gestärkt, dadurch gestärkt hervorgeht. Genieße auch diese wundervolle Energie und das Wissen, dass du niemals allein bist, dass Gott bei dir ist und dass im großen Plan, in Gottes Plan, alles schon vorher geplant ist und du mit deinem Licht und deiner Liebe dazu beitragen kannst, dass das Licht immer besteht. Und so lasse dich jetzt noch einmal ganz tief in diese herrlichen Energien hineingleiten. Spüre Smarana und spüre dein Licht. Dann lege beide Hände auf dein Herz, spüre dein Herz, spüre deinen Körper und wisse, dass alles gut ist, wie es ist. Wisse, dass du beschützt bist und das Licht dich begleitet. Und dann komme in deiner eigenen persönlichen Geschwindigkeit wieder zurück in das Hier und Jetzt. Das Licht leuchtet in dir. Smarana.